Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es ans Zusammenbauen der neuen Teile. Und wir fangen hier mit den Stoßdämpfern bzw. mit dem Federbein an und gehen dann der Reihe nach mal wieder so durch, wie wir es auseinandergebaut haben. Ja, als erstes kommt hier der Gummiteller wieder drunter. Dabei aufpassen, der hat hier so eine kleine Nase, dass die wieder passend auf dem Teller aufliegt. Da ist nämlich das Gegenstück dazu. Ich mache mal einmal hier, kann man sehen, die Nummer, falls die jemand braucht, kann man sich das entsprechend besorgen. So, den legen wir jetzt hier wieder auf. Vielleicht zeige ich das auch noch gerade einmal, was ich damit meine. Hier ist diese Nase und da drin, hier ist das Gegenstück dazu. Damit das mit der Feder nachher richtig steht. Ja, vielleicht passend dazu hier auch nochmal die Nummer von dem Stoßdämpfer. Dann braucht man da nicht wieder groß hinterher suchen, aber normalerweise soll man ja eh immer nach der Schlüsselnummer gehen, bevor man dann nachher dann nicht entsprechend weiterkommt oder was Falsches hat. Ja, gleich zu Anfang hier noch eine Unterbrechung. Das sind die Zubehör-Staubschutzmanschetten oder Staubschutzkappen. Das sind die Originalen. Die habe ich mir jetzt gerade noch besorgt, weil, guckt mal, das ist zusammen geliefert worden. So, das wird da drin überhaupt nicht fest. Und bei den Originalen muss das richtig stramm drin sein. Das muss eine Einheit werden. Das heißt, das ist schon mal alles Murks. Das Teil war korrekt. Und obwohl es im Set war, ist dieses Teil hier, man sieht auch schon, das ist kürzer. Ne? So sieht man es. Ja. Ich habe mir das jetzt noch von Audi besorgt. Und ja, schon mal der erste Reinfall. So jedenfalls muss das zusammensitzen, richtig da drin, dann funktioniert das auch. Übrigens ist hier auch nochmal ein guter Vergleich. Das ist jetzt ja der neue Dämpfer. Ich drücke den runter. Und der kommt von alleine wieder hoch. Hier ist der alte. Ich drücke den runter. Und es passiert einfach gar nichts mehr. Ja, hier der Anschlagpuffer mit dem Schutz ist drauf. Hier die Kappe ist drauf. Die war bei dem Dämpfer dabei. Also ich hatte auch schon welche, da war sie nicht dabei. Kommt jetzt die Feder wieder drauf. Dabei darauf achten, dass hier unten der Federansatz passend zu dem Puffer hier sitzt. Ja. Wenn ich das jetzt gerade so schön erzähle, könnte ich es auch vielleicht zeigen. Dazu muss ich das Ganze noch einmal drehen. Ja, also hier ist ja der Pufferanschlag. Man muss dann entsprechend die Feder anliegen, unten mit der ersten Windung. So. Einmal. So, ja, jetzt ist die Feder drauf. Jetzt kommt hier der Federteller. Entsprechend hier die Anschlagpuffer oder den Anschlagpuffer habe ich schon reingemacht mit der Staubschutzmanschette. Dabei darauf achten hier, dass der Federanschlag hier, diese Nase, passend hier zu dem Federanfang steht, zum Wicklungsanfang. Der muss da ganz dran liegen. Und dann ganz wichtig hier diese Scheibe nicht vergessen. Die kommt hier oben auf die Dämpferstange drauf. Ja, man kann das hier, ich habe hier noch das andere Federbein. Ich weiß nicht, ob man das da drin erkennen kann. Da unten drin sieht man sie nämlich jetzt. Das ist ganz wichtig, das ist das Gegenlager für das Domlager dann. Ja, das Domlager selber hat hier so zwei Aussparungen. Das passt genau zu der Tellerkontur. So. Und dann kann man das hier oben mit der Mutter wieder festziehen. Die Mutter ist ja neu dabei beim Dämpfer, ganz wichtig auch. Und ja, wie gesagt, trotz dessen, dass hier diese Hülse drin ist, vergesst die Scheibe nicht. Die Mutter übrigens ist hier selbstsichernd, darum kommt die auch neu. Ja,
Domlager ist drauf, Schraube, beziehungsweise die Mutter ist fest. Und ja, so können wir das eigentlich schon wieder auf den Teller aufsetzen. Und da müssen wir vorher noch am besten die Lenker dran setzen. Dann können wir das Federbein soweit schon wieder einbauen. Ja, bevor man jetzt hier den Teller aufbaut, also praktisch die Halteplatte für die Arme, macht man am besten hier an das Gewinde von dem Dämpfer noch ein bisschen Fett oder sowas dran. Falls hier mal Feuchtigkeit hier oben reinkommt, das ist zwar ganz gut abgedichtet hier drin, weil ja hier der Teller aufsetzt, aber macht hier ein bisschen Fett drumherum, das schützt vor Feuchtigkeit und dann geht das beim nächsten Mal auch alles schön wieder los. Die Konstruktion an sich ist bei dem Auto eigentlich super, weil, wie gesagt, der Teller setzt sich ja hier oben drauf und klar kann da Feuchtigkeit reinkommen, aber ihr habt ja gesehen, wie das jetzt hier rausging, das war ja eigentlich ganz super. Nur grundsätzlich lohnt sich das eigentlich bei allen Autos. Es gibt ja so ein paar Spezialfahrzeuge, wie zum Beispiel ein Charan. Ja doch, ich meine Charan und Ford Galaxy wären das. Da sitzen hier oben teilweise dann die so festgerostet, weil das Wasser da komplett reinläuft. Wenn man da vorher Fett dran macht, wenn man das neu macht, dann ist das hier immer super gangbar. Ja, ich fange jetzt an, das linke Federbein wieder zu montieren hier mit den Lenkern. Die montiere ich schon mal vor. Ich ziehe aber diese Schrauben, die ich jetzt hier gerade reinmache, von den oberen Lenkern noch nicht an. Beziehungsweise es gibt ja auch welche, die messen sich das Maß hier vom Lenker zur Oberkante, um das wieder so einzustellen. Ich mache das ein bisschen anders. Können wir uns im Nachgang dann auch nochmal angucken, weil ich mache einfach auf die Radnabe eine Stahlfelge drauf, ohne Reifen. Und dann sackt das Fahrzeug ja auf die Fahrstellung, wenn ich das runterlasse auf den Holzklotz. Und dadurch, dass eben kein Reifen auf der Felge ist, komme ich dann an die Schrauben noch gut dran hier. Das heißt also, leere Stahlfelge auf das Auto drauf, auf den Holzklotz sacken lassen, dann federn die ein. Und in der Stellung ziehe ich die dann fest, weil dann habe ich auch genug Luft, dass ich hier noch an die Schraubenmuttern drankomme. Ja, noch eine andere Sache, diese Töpfe hier oben, diese Platten, sind ja auf beiden Seiten gleich. Und da hat man halt hier vier Verschraubungspunkte. Markiert euch das oder guckt euch das an, wie das zu sitzen hat. Theoretisch könnte man den jetzt ja auch so rum aufsetzen, dass er die anderen beiden Löcher nutzt. Also so, statt den beiden hier. Wichtig ist aber immer, wie diese Platte mit den drei Verschraubungspunkten unten zum Dämpfer sitzt. Wenn ihr das falsch rum aufbaut, dann passt nachher, wenn das hier eingebaut ist und ihr habt das so verschraubt, der Dämpfer nicht auf den Querlenker mit der Aufnahme hier.
Ja, wie man sehen kann, neigt sich hier das Vorderachsprojekt so dem Ende zu. Und ja, ich denke mal, kann sich soweit alles sehen lassen. Ist auf jeden Fall alles wieder im Neuzustand. Der Spurstangenkopf ist jetzt noch neu gekommen. Und ja, jetzt geht es im Prinzip nur noch darum, die Schrauben anzuziehen, also die ganzen Lenkerschrauben. Und das soll man ja möglichst im eingefederten Zustand machen. Das heißt, wenn die Lenker in Fahrstellung sind. Und wie mache ich das Ganze jetzt? Ich hatte ja schon gesagt, ich mache jetzt hier auf die Narbe eine leere Felge drauf. Und je kleiner die Felge ist, desto besser. Weil, ich sag mal, wenn die gerade so über die Bremse gehen würde, desto mehr Platz hat man natürlich, um da drüber zu arbeiten, um hier oben an die Schrauben und so weiter dran zu kommen. Aber wie gesagt, ich mache da jetzt eine alte Stahlfelge drauf und lege da ein Kantholz drunter, dass das hier unten auf dem Boden aufliegt. Lasse das Fahrzeug einfedern und ja, dann werde ich das Ganze damit festziehen. So, hier sieht man das auch. Das ist ein vernünftiges Kantholz. Das ist jetzt kein Spielzeug oder irgendwie sowas. Also keine Spanplatte oder irgendwie sowas. Das muss richtig massives Holz sein und auch eine entsprechende Höhe haben. Und da lasse ich jetzt das Fahrzeug drauf ab. So, das Fahrzeug ist jetzt komplett eingefedert. Sprich und also, alles ist belastet. Und jetzt guck mal, wie schön man hier dran kommt. Weil jetzt ist ja hier die Reifenfläche weg. Das Fahrzeug ist ja auch nicht tiefer gelegt. Und jetzt hat man hier wirklich astrein Platz, um da oben die Schrauben anzuziehen. Ja, bei der Seite hier, bei der da oben, muss man immer so ein bisschen tricksen. Da ist das ja mit der Feder ziemlich eng, aber man sieht, hier an den anderen Stellen kommt man natürlich super dran hier, weil eben die Reifenfläche hier nicht da ist. Das heißt, ich habe hier gut Platz. Ja, schlussendlich werde ich jetzt hier oben die ganzen Falzen und auch unten im Achskörper, die Hohlräume, wo die Lenker drin sitzen, also sprich, weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann, da wo die Muttern unten im Achskörper drin sitzen, also hier unten im Achskörper, wo die Hohlräume sind, wo die Muttern sitzen, die praktisch hier die Querlenker fixieren, werde ich das Ganze jetzt hier noch auch hier im Radkasten an den entsprechenden Schraubpunkten hier mit einem Wachs versiegeln. Ich nehme dafür immer dieses, weil das ist transparent. Bei anderen Sachen hatte ich ja sonst immer das Problem, dass der TÜV oder welche Prüforganisation man auch immer nimmt, sagt, oh, mit dem schwarzen Zeug, da verdeckt man so viel, und so ist das einfach eine saubere Sache hier. Und man sieht auch gleich, was da los ist. Deswegen werde ich das jetzt alles hier noch schön versiegeln. Die Schraube hier oben werde ich entsprechend, das hatte ja jemand in den Kommentaren auch schon geschrieben, vernünftig mit einem haltbaren Fett nochmal hier in den Nuten verschmieren, damit das praktisch nicht nochmal so ein Drama gibt. Aber gut, dass die jetzt nochmal 20 Jahre so da drin sitzen, halte ich jetzt auch für ausgeschlossen. Ja, ich habe hier mal eine kleine Grafik gemacht und mit der möchte ich einfach mal so die passenden Drehmomente aufzeigen, die für mein Fahrzeug richtig waren. Ich sage jetzt bewusst für mein Fahrzeug, weil da gibt es Unterschiede, es gibt verschiedene Ausführungen. Da gibt es Hersteller von Ersatzteilen, die das anders sehen, wie das gemacht werden muss oder wie das angezogen werden soll. Ich habe das jetzt hier so aufgeführt, wie es für mein Fahrzeug mit den von mir verwendeten Teilen richtig ist. Und für diejenigen, die das ähnlich oder die das gleiche Teil gekauft haben oder für die das vom Fahrzeug her auch passt, die können das sicherlich so verwenden. Aber aus, ja, ich sag mal, Absicherungsgründen sage ich natürlich gleich dazu, muss sich da jeder entsprechend für sein Fahrzeug auch informieren. Die Daten, die da stehen, passen für meins so. Das habe ich über die Fahrgestellnummer so rausgesucht und dementsprechend dann noch mit den Werten ergänzt, die da optional standen. Aber wie gesagt, da muss jeder eben nochmal entscheiden, ob das für sein Fahrzeug auch korrekt ist. Ja, um jetzt die ABS-Sensoren richtig einzustellen, habe ich Folgendes gemacht. Ich bin in die Bremsenelektronik reingegangen und da kann man sich dann die einzelnen Raddrehzahlen anzeigen lassen. Und hier über die Messwertblöcke. Was man jetzt im Hintergrund hört, ist das Kombi-Instrument, weil jetzt in dem Moment halt die ABS-Funktion abgesetzt ist. Und hier kann man sich jetzt die Drehzahlen anzeigen lassen, beziehungsweise die Geschwindigkeit der Räder. Und wenn ich jetzt an den Rädern drehe, müssen halt die Drehzahlfühler entsprechend auch gleichmäßig die Geschwindigkeit anzeigen.
Und wenn das nicht der Fall ist, wenn jetzt zum Beispiel hier der eine Drehzahlfühler nichts anzeigt oder falsche Werte, dann muss man eben den noch ein bisschen weiter reindrücken. Das ist eigentlich so die Methode, die am besten funktioniert. Und wie gesagt, im Idealfall bei derselben Umdrehungszahl zeigen dann auch alle dieselbe Geschwindigkeit an. Ja, übrigens hier von dem alten Sensor, die Sachen werde ich nicht wegwerfen, weil dieses Kabel hier, da kann man sich ein wunderbares Mess- und Prüfkabel draus bauen, weil das ja genau das Gegenstück zu dem Kabelstrang vom Fahrzeug ist. Und das werde ich also nicht wegwerfen. Ja, ich habe jetzt hier schon mal die Daten rausgesucht, weil nach dieser ganzen Arbeit, die jetzt gemacht wurde, muss natürlich auch die Achse neu vermessen werden. Ich werde mal gucken, ob ich bei den Arbeiten filmen darf, weil das kann ich nicht hier bei mir machen. Da muss ich auf einen Achsmessstand. Und sollte das erlaubt sein, werde ich das dann noch nachreichen. Aber wie gesagt, hier habe ich auf jeden Fall schon mal die Werte aufgelistet. Die sind gültig für das Fahrzeug, was ich hier habe, als Variante mit dem ADP-Motor für Frontantrieb. Eventuell kann der eine oder andere damit ja auch was anfangen, aber die meisten Achsmesscomputer haben das ja auch schon gespeichert. Ja, das ist vielleicht auch nochmal sehenswert. Das sind die beiden Leitungen, die hier zum Servoölkühler gehen. Und man sieht, die Schellen sind einfach komplett lose. Ich kann das hier vor- und zurückschieben. Das ist alles, auch hier oben, der ist komplett lose. Der neue Schlauch ist zwar noch nicht da, den ich bestellt hatte. Ich hoffe, meine Lampe gibt noch ein bisschen Licht her, aber das ist alles hier. Ich könnte den jetzt einfach so hier runterziehen. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache.